Das ist die erste Tagesschau der Woche. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Wir sind ja mitten in dieser heißen Diskussion um die Einsetzung und Umwandlung von dieser Masseneinwanderungsinitiative. Am Freitag hat der Bundesrat einen Plan vorgelegt. Alle politischen Parteien sind involviert, aber auch Economy Suisse. Und bei mir ist der Präsident von dem Wirtschaftsverband, vom Verband von der grossen Wirtschaft, Heinz Karrer. Danke vielmals, Heinz, dass du gekommen bist. Wer bist du? Sehr gerne schon. Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet. Wir sind wohnhaft mit drei Kindern, also drei jungen Leuten, im Kanton Bern, in Münsingen. Ich habe früher Handball gespielt, bin also Sportler, heute noch leidenschaftlicher Sportler. Heute mache ich aber mehr Skitouren und Bergtouren. Okay. Bist du eigentlich ein politischer Mensch? Ich habe immer ein Gefühl, als ich dich auch so in den letzten Jahren beobachtet habe. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was dir am nächsten liegt. Und jetzt bist du plötzlich in einer politischen Rolle. Ein politischer Mensch. Ich bin nie bei einer Partei dabei gewesen. Von dem her nie parteipolitisch engagiert. Ich war politisch interessiert gewesen. Aber hast du eine Haltung? Oder ist die ja, Haltung abhängig von dem Job, den du gerade hast? Ah, der hängt sicherlich stark vom Job ab. Darum habe ich mich vielleicht parteipolitisch nicht engagiert. Ich bin in den letzten 15 Jahren in einer Swisscom, in einer Axpo. Und die sind natürlich sehr nahe bei der Politik zu tun. Und ich glaube, da muss man politische Haltung haben, wenn man so eine Aufgabe macht. Gut, du bist ja dann gewählt worden. Man hat dann vor allem deine Eigenschaften herausgestellt. Zum Beispiel hat es geheißen, starker Kommunikator, Vermittler, unglaublich höflich, gewinnende Art, oder? Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund gewesen, wieso man dich genommen hat, oder? Das weiß ich nicht. Das müssen vielleicht die Leute noch mal fragen. Das Profil ist zumindest so, dass jemand ist, der schon Erfahrung hat, vielleicht in diesem Umfeld. Und das war bei mir der Fall gewesen, aufgrund von meiner beruflichen Tätigkeit. Und dann ist es sicherlich, sind es Sachen gewesen, die ich im Zusammenhang mit der Axpo natürlich haben können lernen. Und darum hat man mich vermutlich gewählt. Es gibt aber auch andere Beschreibungen, vielleicht ein bisschen weniger positiv. Schwacher Entscheider, nicht mit Umsetzung geglänzt, wenig gestaltet. Findest du das fair? Ich glaube, da müssen wir die Leute fragen, bei diesen Unternehmungen, die ich tätig bin. Bei Axpo, die hat mir, glaube ich, weniger gefragt. Und dann gibt es natürlich immer Leute, die man diesbezüglich findet. Insgesamt, glaube ich, war der Verwaltungsrat zufrieden. Insgesamt, glaube ich, auch, haben die Mitarbeiter sehr gerne mit mir zusammengearbeitet. Und insgesamt, glaube ich, auch, haben wir recht viel Erfolg gehabt. Okay, über das reden wir. Gehen wir zuerst auf die andere Sache ein. Und zwar Economy Suisse und jetzt sich die Masse. Einwanderung und die Position, die ihr und vor allem du genommen hast, da zwei Parteipräsidenten. Ich kann das Spiel der Wirtschaft gar nicht nachvollziehen. Die gehen auf Schmusselkuss mit der SVP, die ich das grösste eigene Geschichte geleitet hat. Und das finde ich also völlig daneben. Also, dass die Wirtschaft also eine extrem kulante Umsetzung vom Volkswillen will, also das ist für mich gar nicht akzeptabel. Ja, das staune ich einfach, oder? Offenbar hat man in der Wirtschaft noch nicht zur Kenntnis genommen, dass die SVP bereits mit einer Durchsetzungsinitiative droht, wo sie frontal Personenfreizügigkeit gar künden wollen. Und jetzt am Wochenende ist das noch verschärft gewesen, erste Seite von der NZZ am Sonntag. Herr Karrer hat uns mit seiner Annäherung an die SVP desavouiert. Philipp Müller und Christoph Darbele. Angesichts der für die Wirtschaft immer schädlicheren Politik der SVP habe ich kein Verständnis dafür, dass Karrer immer noch die Nähe zu dieser Partei sucht. Und du hast ja gesagt, du hättest eine Nähe zu dieser Partei, hast von super guten, Zitat, Gespräch mit der SVP geredet. Was meinst du zu diesen Kommentaren zu deiner Tätigkeit? Gut, am 9.2. hat die Bevölkerung einen Entscheid getroffen und der heisst Umsetzung von diesen Masseneinwanderungsinitiativen. Und wir haben vom ersten Tag gesagt, selbstverständlich, da unterstützen wir, da wirken wir im Prinzip, soweit wir das im Prinzip machen können. Es gibt einen runden Tisch gegeben, vom Bundesrat eingeleitet. Und dort waren Städtevertreter, dort sind Kantonsvertreter, Wirtschaftsvertreter, Gewerkschaften. Und alle waren dort der Meinung, es solle flexibel umgestaltet werden. Aber der Bundesrat hat jetzt etwas anderes gesagt. Es soll näher an der Personenfreizügigkeit umgestaltet werden und soll wirtschaftsfreundlich umgestaltet werden. Und ich glaube, das haben wir bis zum heutigen Zeitpunkt eigentlich auch uns versucht einzubringen. Und haben dort dann auch gesagt, wir reden mit allen Parteien, mit allen mit Gewerkschaften und so weiter, auch mit der SVP, mit den Initianten. Aber die SVP will ja Personenfreizügigkeit ja abschaffen. Sie will eventuell sogar eine Durchsetzungsinitiative in dem Sinn starten und gleichzeitig, wenn der Bundesrat ihre eigene Initiative
wo du umsetzt, ist auch falsch. Komme ich nicht raus, kann ich logisch nicht nachvollziehen. Kannst du das irgendwie erklären? Das musst du ja die SVP fragen. Ja, aber du redest ja mit ihnen, ich rede nicht mit ihnen. Ja, du redest vermutlich auch mit ihnen. Nein, ich glaube, es ist von dem her eigentlich klar. Wir setzen uns dafür ein, dass wir die flexibel ausgestalten. Näher an der Personenfreizügigkeit, das war vielleicht auch in dem Punkt. Wir sind der Meinung, wenn sie... Gibt es näher an der Personenfreizügigkeit oder nicht Personenfreizügigkeit? Das ist mit der EU ganz klar definiert. Das ist klar, wir haben immer gesagt, kompatibel wird sie nie ganz sein. Aber es gibt sicher Varianten, die näher dran sind und weniger nach. Und wenn sie näher dran ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit der EU allenfalls eine Verhandlungslösung findet. Und das wollen wir ja an sich auch. Wir wollen nicht, dass die bilateralen Verträge an sich verlieren. Da ist die Chance grösser. Das hat die SVP bis zum heutigen Zeitpunkt uns gegenüber nicht gesagt. Sie hat sich für eine Umsetzung eingesetzt, die auch flexibel gestaltet ist. Aber jetzt ist doch der Bundesrat eben mit einer relativ harten Variante gekommen und hat aber auch von der SVP kein Lob bekommen, sondern der Christoph Bloch am letzten Freitag hat sogar geredet, Diktatur von Bern, also sogar noch irgendwie die Rhetorik noch ein bisschen abenteuerlicher eingesetzt. Da siehst du überhaupt die Möglichkeit, dass Christoph Bloch irgendetwas gut finden kann, was der Bundesrat macht? Das kann ich nicht beurteilen. Das müsstest du wirklich einmal einladen und die Frage stellen. Wir haben ja versucht, uns für die wirtschaftlichen Belange einzusetzen. Und ich glaube, es ist schon so, wenn man Lösungen sucht, dann kann man nicht mit irgendwelchen Parteien nicht reden. Aber gleich, ich meine jetzt, mit aber es gibt jetzt irgendetwas, das historisch einmalig ist. Den Fremden zwischen Economy Suisse und den bürgerlichen Parteien FDP und CVP. So ist es eigentlich nicht, denke ich, bei dem Amtsantrag. Ich glaube nicht, dass es Entfremdung ist. Ja, absolut. Hast du da zugelassen? Wollen wir es noch mal einspielen? Nein, ich habe ja mit dem Herrn Müller und dem Herrn Darblay beiden intensiv geredet. Vor dieser Sendung und auch nach dem Wochenende. Also insofern, ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Meinung, ob es sinnvoll gewesen wäre, Personenfreizügigkeit nähere Ausgestaltung zu machen. Das ist es so. Ich glaube, da dürfen wir auch unterschiedliche Meinungen haben. Weil wir der Meinung sind, es ist nachträglich für die Verhandlungen mit der Europäischen Union. Ja, aber er hat doch sogar noch gesagt, gestern in der Zeitung, du hättest Stockholm-Syndrom. Dort haben sich ja Geiseln mit den Geiselnehmern symbolisiert. Und Geiselnehmer wäre in dem Fall die SVP, Geiseln wäre das ganze Schweizer Volk, dass du da völlig im falschen Boot bist. Ich glaube, über den Vergleich kann man selbstverständlich streiten. Nein, ich bin glaube, wir sind... Streiten? Das ist gemacht worden. Ja, das heisst... Man kann unterschiedliche Meinung sein über die Tausende... Der Karr hat es nicht gecheckt, um was es geht. Das glaube ich nicht. Es ist ja nicht meine Haltung. Ja, es ist eine sehr verbreitete Haltung diesbezüglich. Dass man der Meinung, ja, also viele Leute in der Wirtschaft sind klar dieser Meinung auch. Und wir haben konsequent an sich das vertreten vom ersten Zeitpunkt an. Nämlich umsetzen von dem, was in der Verfassung steht, die Flexibilität, die es zulässt, auch einbringen und eine Lösung suchen, die auch Möglichkeiten gibt, dass mit der Europäischen Union ein Verhandlungsresultat erzielt werden kann. Also, deine künftige Direktorin, sie ist gewählt worden, ist aber noch nicht im Amt, erst, glaube ich, im September. Frau Rühl hat das wie folgt erklärt. Die grösste Herausforderung unmittelbar ist die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Da bin ich zwar jetzt noch nicht im Amt, aber da braucht es sehr rasch eine konsolidierte Haltung der Schweizer Wirtschaft. Konsolidierte Haltung der Schweizer Wirtschaft. Rolf Döring, Chef von Swiss Life und von Adecco, hat gestern gesagt, er sei froh, dass die Masseneinwanderung angenommen wurde. Das klingt mir jetzt nicht, als das gleiche Halt. Oder bist du auch dieser Meinung? Also ich glaube, es gibt immer einzelne Personen, die eine andere Meinung haben. Gott sei Dank ist es so. Aber ich glaube, bei uns im Vorstand insgesamt, bei den anderen Wirtschaftsparteien, ist diesbezüglich die Haltung relativ einfach. Nämlich? Und sie war eigentlich immer gleich. Ja, sind Sie dafür? Sind Sie froh, dass das Jahr genommen worden ist? Oder sind Sie nicht froh? Nein, wir sind nicht froh. Wir haben das alle zusammen ja eingesetzt. Und übrigens nicht nur die Wirtschaftsverbände. Es war die Regierung, die Landesregierung, es waren Kantonsregierungen, es waren Gewerkschaften, es sind alle Parteien aus der SVP. Alle haben sich eingesetzt, dass die nicht stand kommen. Du bist im letzten Herbst bist du da eigentlich zu der Economy Suisse gegangen. Das ist der erste Big Point, um in deiner sportlichen Sprache zu reden, gewesen, den du hättest machen sollen. Und den haben wir also wirklich nicht versenkt. Im Gegensatz, wenn wir zurückschauen, haben wir auch eine ganz andere Haltung als bei der Abzockerinitiative. Da haben wir 8 Millionen aufgerührt, haben da eingesetzt, ist auch schief gegangen. Da haben wir gesagt, jetzt halten wir uns zurück bei der Masseneinwanderung, die viel wichtiger ist, haben wir auch verloren, haben wir also zweimal Fehlentscheidungen getroffen. Ja, wir hatten, ich glaube, 3 Abstimmungen seit dem 1. September. Die erste war ja die 1-zu-12-Initiative. Ebenfalls eine sehr wichtige Initiative. Das ist klar, war ja die Frage, ja, nicht so klar. Es ist ja die Frage, inwieweit soll der Staat... Alle Umfragen zeigen, dass es hat keine Chance. Entscheidend ist Masseneinwanderung. Moment, das war die erste. Ja. Die zweite ist die Masseneinwanderungsinitiative. Das ist richtig. Mit 50,3% abgelehnt. Also gespalten in der Schweiz in dieser Angelegenheit. Und dann ist die dritte gekommen.
Das ist Mindestlohninitiative, ist mit 75% deutlich abgelehnt worden. Ich glaube, das ist das Resultat, das wir heute haben. Aber das Entscheidende ist, dass wir die Big Points machen, weil die Masseneinwanderung verändert alles. Das sagen auch die anderen bürgerlichen Politiker. Es ist wie wenn wir jetzt in einem neuen Zustand von der Schweiz sind und ganz neue Probleme. Und dort haben wir nicht Punkte. Was war denn dort deine Fehlschätzung? Also, jetzt ist entscheidend, dass das Resultat haben wir, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Aber ich frage, im Vorfeld, habt ihr das falsch eingeschätzt? Vermutlich war man überzeugt, dass man die gewinnen kann. Das ist vermutlich wirklich so. Auch du hast die Abstimmungsresultate, die Umfrageergebnisse erwähnt, die sind positiv, ja, gewesen, relativ lang. Sie haben sich immer angenähert. Sie haben sich einfach angenähert. Man konnte immer noch können ausgehen, dass es eigentlich gewonnen wird. Und letztendlich ist Mobilisierung insgesamt einfach zu wenig glückt. An diesem Beispiel im Unterschied zu der anderen beiden Abstimmungen. Ja gut, die anderen sind so eindeutig. Da frage ich mich. Du bist ja gewählt worden, um die grossen Sachen richtig zu steuern. Und jetzt ist das in die Hose gegangen und jetzt haben wir den Kladderadatsch und auch das Problem. Ja, aber das ist immer, das ist wie im Sport, das ist ein Spiel, es geht jetzt weiter. Meinst du? Jetzt geht es weiter, ja. Ja, ich glaube, es ist ein neues Spiel. Aber jetzt reden wir doch zuerst. Jetzt haben wir ein neues Spiel, jetzt haben wir neue Spielregeln. Nein, die Spielregeln, die Verfassung muss umgesetzt werden. Ja. Jetzt, innerhalb dieser Verfassung gibt es noch viele Fragen, die noch nicht entschieden worden sind. Der Bundesrat muss erst ein Gesetz vorlegen, dann kommt die Verordnung, dann werden wir über Höchstzahlen reden. Und das kommt alles zusammen noch. Auch wie man mit dem Inländervorrang umgeht, das kommt alles zusammen noch. Und dann kommt der ganz wichtige Marathon. Genau. Also. Verhandlungen mit der Europäischen Union. Genau. Und da wollen wir schauen. Und da bist du. Und vielleicht werden wir gleich die Möglichkeit haben, dass wir die bilateralen Verträge aufrechterhalten können, die wir alle wollen. Weil ich glaube, es steht schon relativ viel auf dem Spiel. Hast du ja gesagt? Klar. Und wenn man dort gewonnen hat, wenn man da die 500 Leute oder 1000 Leute umgebracht hat, würde die Welt anders aussehen. Jetzt reden wir doch mal ein bisschen über Economy Suisse und vor allem deine Rolle. Was ist denn deine Aufgabe dort bei Economy Suisse? Da eine Stimme von außen. Wer beschreibt das so? Er kann nichts ändern an dem Grundproblem, dass wir sehr unterschiedliche Branchen haben in diesem Verband. Und die haben zunehmend ihre eigenen Interessen und können sich nicht mehr einigen. Das ist der Herr Straumann. Und dann dein Vorgänger, der Herr Präsident. Wir stellen uns Fragen ganz grundsätzlicher Art, wer wir sind, was sind unsere Ziele und wie wollen wir diese Ziele erreichen. Also unglaublich viele Fragen, also Ratlosigkeit. Da frage ich mich, wenn einer so viele Fragen beantworten muss, wieso will einer den Job annehmen, wenn das so hoffnungslos aussieht? Gut, über die Frage haben wir intensiv diskutiert. Und eine Antwort haben wir sicherlich, was wir eigentlich wollen. Und was wir wollen, ist eigentlich die Wirtschafts- oder die Wettbewerbsfähigkeit, die wir haben, und zwar die internationale. Die wollen wir aufrechterhalten. Wir wollen die Innovationsfähigkeit aufrechterhalten. Wir sind in beiden Ranglisten. Jedes Jahr, wenn wir die anschauen, sind wir zu oben in der Schweiz. Und das kommt nicht von ungefähr. Aber ich rede von Economy Suisse. Die Economy Suisse sollte sich als Wirtschaftsverband für die Rahmenbedingungen einsetzen, dass die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Aber wenn man nicht weiss, für was ihr steht. Also, er hat es gesagt, wir wissen nicht, wer wir sind. Wir wissen nicht, für was wir irgendwie da sind. Und also, viel deprimierender kann irgendwie eine Auslegeordnung nicht. Darum habe ich gesagt, Ziele haben wir vereinbart, wir haben uns auch positioniert, wir sagen auch klar, für was wir einstehen, für welche Rahmenbedingungen, wir sagen auch, was unsere wichtigsten Strategieelemente im Prinzip sind, was Außenwirtschaft anbetreffen tut. Und dort ist eben das Verhältnis mit der Europäischen Union eminent wichtig, wenn wir ja allein anschauen, dass unsere Wirtschaftsbeziehungen nur allein mit Baden-Württemberg gleich gross sind wie mit den USA, da sieht man, welche Bedeutung hat. Und der zweite Pfeiler ist dann natürlich auch, das sind die Freihandelsabkommen, die Zinsbesteuerungsabkommen, die Investitionsschutzabkommen mit anderen Ländern. Was hat dich eigentlich gereizt zu diesem Job? Ich meine, du bist vorher bei Axpo gewesen, die sind auch interessiert, dass es einen europäischen Strommarkt gibt. Der Präsident Robert Lombardini hat vor wenigen Tagen gesagt, wahrscheinlich rechnen wir mit einem Milliardenverlust. Bist du gerade noch rechtzeitig abgesprungen? Das war der Präsident, dein Chef, dein ehemaliger. Ja, gut. Also, ich habe mich extrem schwer getan mit dem Entscheid im letzten Sommer. Was war die letztendliche Motivation dafür? Ich finde es eine extrem sinnvolle Aufgabe, eine wichtige Aufgabe auch in der Schweiz. Ich glaube, wir wollen alle, dass die
Rahmenbedingungen weiterhin so sind, dass, dass die Wirtschaft prosperieren kann, dass es letztendlich auch den Bürgerinnen und Bürgern zukommt. Sich für das einzusetzen, das finde ich eine wahnsinnig sinnvolle Aufgabe. Du bist ja Befürworter von der Atomenergie sehr lang. Du hast da geredet von der Stromlücke, die kommt. Italienische Zustände hast du gewarnt. Dann ist Fukushima gekommen. Und dann hast du aber gesagt, trotzdem, trotz Fukushima bist du da gesessen, auf dem Stuhl, der Job, den finde ich spannend. Dann hast du es wie folgend argumentiert. Es ist immer so. Ich glaube auch im Sport habe ich das immer wieder erlebt, dass man sich auf andere Situationen einstellen muss. Auch wenn man der Meinung ist, es wäre ein anderer Weg der bessere und der erfolgreiche gewesen. Die Rahmenbedingungen sind klar und ich fühle mich absolut in der Lage, auch mit grosser Begeisterung. Mit grosser Begeisterung? Und hups, da war er weg. Ja, so hups ist es nicht gewesen. Anderthalb Jahre. Aber gleich, du hast gemerkt, es läuft eigentlich alles schief. Dabei haben wir so Glück gehabt, dass Frau Leuthard gesagt hat, es soll keine neue Atomkraftwerke mehr geben. Stell dir vor, ihr würdet die jetzt noch bauen. Jetzt, wo wir so einen Überschuss haben an Strom. Ich müsste eigentlich dankbar sein. Oder das mal, du als CEO und heutige Axpo musst dankbar sein, dass es Fukushima gegeben hat. Also, ich glaube, erstens ist es so, dass der Firma immer noch sehr, sehr, sehr gut geht. 1 Milliarde Verlust. Wie viel? 1 Milliarde Verlust, von er gesagt hat, der Lombardini. Hast du das irgendwo gelesen? Ja. Hat es wieder so gesagt? Nein. Ja, das ist ein wörtliches Zitat. Nein, also sicherlich nicht. Schauen wir, wenn die halbe Ansage kommt oder die Ansage. Die Firma geht immer noch sehr gut. Die hat ein Eigenkapital von 8, 9 Milliarden. Also steht im internationalen Kontext extrem gut da. Zweitens, die Anfrage ist im letzten Sommer gekommen. Die ist nicht vor 2 Jahren gekommen, sie ist nicht vor 3 Jahren gekommen. Und ich habe mich aufgrund von dem entscheiden und habe mich sehr schwer da und insbesondere durch darum, weil ich einfach 12 Jahre bei dieser Firma verbracht haben und damit natürlich Beziehungen aufbauen. Aber nochmal die Frage, wenn jetzt Fukushima nicht passiert wäre, würdet ihr jetzt, oder würde Axpo, weiter Atomkraftwerke bauen und einen Überfluss an Strom? Also eigentlich war das ein Glücksfall gewesen. Nein, das ist schon. Also wir haben ja damals schon gesagt, erstens muss die Hürde genommen werden von einer Volksabstimmung. Die wäre 2013. Ja. Oder 2014 mit genommen. Zweitens müssen die wirtschaftlichen Voraussetzungen da sein. Die sind momentan nicht der Fall. Absolut nicht. Ja, gut, ich meine, es hat einen massiven Preiszerfall gehabt. Eben. Dann hätte man allenfalls zu diesem Zeitpunkt gesagt, nein, wir machen nicht weiter. Aber hätte das schon viel investiert gehabt? Das kann sein. Aber du weißt ja das selber. Man muss investieren und nimmt vielleicht auch wieder mal zur Kenntnis, dass es ein falscher Entscheid war. Aber wichtig ist, dass man ihn korrigiert, wenn sie so weit kommen. Okay, du hast dich jetzt sehr stark gemacht für eine Situation, in der die Abzockerlöhne oben runterkommen. Dann hast du unter anderem Folgendes gesagt. Sobald etwas zweistellige Millionen annimmt, ist es mutig unglaublich schwer zu kommunizieren, zu akzeptieren, zu verstehen, weil es einfach eine unglaubliche Dimension ist. Das ist also eine klare Aussage. Jetzt schauen wir ein bisschen an, die wichtigsten Mitglieder von deinem Verband, was denn die kassieren. Hoppla, da sieht man es ja. Das ist genau das, was du sagst, das geht nicht. Das ist nicht kommunizierbar. Das sind deine wichtigsten Mitglieder. Gerade heute ist eine Studie herausgekommen, dass die Share immer noch weiter auseinandergegangen ist. Bei Nestle ist es 1 zu 230. Und du bist der Präsident von diesem Verband und hast null Wirkung. Es hat ja sehr lange Diskussion über Kompensation gegeben und hat auch dazu geführt, dass die Bevölkerung über 2 Vorlagen abstimmen musste. Und bei beiden ist es darum gegangen, tut man die Aktionäre das Recht stärken. Also mehr die Aktionäre bestimmen, was Kompensation anbetreffen tut. Das ist jetzt entschieden worden. Ja. Die Initiative ist umgesetzt worden. Aber du hast ja gesagt, und dann habe ich, die Realität, wie sie dann ist, hast du beklagt. Nämlich zweistellige Millionenbeträge. Ja, ganz plötzlich. Ich habe ja gesagt, es ist schwierig kommunizierbar, weil es einfach eine grosse Dimension ist. Was ich auch noch gesagt habe, ist, viel schwieriger ist es, wenn es ganz andere Sphären annimmt, die Kompensation. Plus auch, es ist nicht gerechtfertigt in der Entwicklung der Unternehmung. Und das sind die Probleme. Aber wenn du das sagst als Chef von Economy Swiss und die machen das Gegenteil, machst du einfach etwas für dein persönliches Image und du in dem Sinne aber auch zeigen, wie machtlos du bist. Also du das Image eigentlich von der Economy Swiss runterfahren. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, die ausgehend von dem Entscheid, den die Bevölkerung getroffen hat und ausgehend von dem Gesetz, das jetzt verankert ist, wird man sehen, dass die Arten von Lohnungszessen, die es gegeben hat, in dieser Form nicht mehr da sind. Ja, die sind man wird auch, Moment. In dieser Form ist es 50 und 70 Millionen. Und ja, gut, das sind Einzelfälle. Das, genau. Aber das, genau, ist das so, sind ja... Das ja. Sind ja aber das sind nicht Einzelfälle, sondern das ist die Regel bei diesen grossen Firmen. Es hat immer grosse und internationale Firmen, die in einem internationalen Kontext wettbewerbsfähig sein müssen. Aber der Herr Vasella war ja bei euch sogar im Vorstand, also vor deiner Zeit noch sehr lang. Redet ihr denn mit dem? Getraust du denen, das zu sagen? Hallo, Herr Jiménez, Herr Schwan, Herr Motti, Herr Bulke. Es geht nicht. Ein Image der Wirtschaft wird durch das geschädigt.
Also ich habe mit allen diesen Herren schon Gelegenheit gehabt, zu reden, auch über Kompensation, die wir diskutieren. Das ist letztendlich eine Entscheidung der Aktionäre, die wir treffen werden. Ja, und von den Top-Leuten auch noch, oder? Die das fordern, natürlich. Von welchen Top-Leuten? Ja, die das kassieren wollen, oder? Ja gut, das ist ja immer ein gegenseitiges Versuch, eine Lösung zu finden, genau, wenn man eine Kompensation entscheidet. Was war Ihre Antwort, die du Ihnen das gesagt hast? Also, Sie sind sich absolut bewusst, dass das ein sensibler Bereich ist. Absolut. Ehrlich? Ja, absolut. Aber es ist nicht gleich. Nein, das Geld ist nicht wichtig. Überhaupt nicht. Und wenn wir jetzt schauen, wie die Kompensationen umgesetzt werden, dass wir sehr stringent schauen, ob das wirklich entlang auch dem ist, was eine Unternehmung auch gerechtfertigt, dann hat man da schon grosse Fortschritte erzielt. Also, ich sehe da noch keinen Fortschritt, sondern Chair. Schauen wir es mal miteinander an. Ja, Chair ist eben weiter aus der Hand. Aber schauen wir es bei dir an. Du hast ja bei Axpo knapp 1 Million verdient, die hast du auch jetzt noch. Economy Suisse ist eigentlich gar nicht so spannend. 50% 250. Kuhni, bist jetzt Verwaltungsratspräsident, 500'000. Dann noch zwei zerquetschte, da Notenstein. Und SNB kommt schon für knappe 1 Million. Was mich interessiert an dem Ganzen, dass du als VR-Präsident von Kuhni über 500'000 verdienst. Das finde ich jetzt also noch üppig. Ja, es ist ein grosser Betrag, bin ich mir absolut bewusst. Es ist im Vergleich mit anderen Unternehmen, ist es, glaube ich, im Normalen würde ich von dem ja, also VR-Präsident eben ist ein Nebenjob, das ist nicht der CEO. Ja. Nein, der CEO hat auch ein bisschen mehr, ist auch ein internationales Unternehmen, ja. Hat 5-6 Milliarden Umsatz, ist in allen Ländern tätig. Also man sollte es in einem internationalen Vergleich anschauen und der CEO hat deutlich mehr. Gut, aber international verdienen VR-Präsident eigentlich viel weniger als in der Schweiz, oder? Man muss ein bisschen genau anschauen. Das ist nicht überall so. Es gibt solche Studien, die das aufzeigen. Also der VR-Präsident der Deutschen Bank verdient weniger als das beispielsweise. Es gibt ja viele andere auch, die es ein bisschen anders aussehen, wenn wir in anderen Ländern schauen. Gut, aber was mich noch irgendwie interessiert hat, ist Folgendes. Bei Kuhni haben fast ein Jahr lang keinen CEO gehabt. Ist offenbar gegangen. Und jetzt bei Economy Suisse haben wir auch fast ein Jahr lang keinen Direktor. Braucht es denn die überhaupt, die hochzahlten Leute, wenn es auch ohne die geht? Oder kann mir das einsparen? Ich glaube, es braucht schon. Aber also, warum? Du hast es auch ohne können. Also, es ist immer, natürlich geht vieles ohne, wenn man einen CEO vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht hat. Aber es ist suboptimal. Aber wieso hast du denn immer so lange gewartet? Normalerweise hat man das Gefühl, es muss immer ein Captain an Bord sein. Ja, wir sind auch sofort auf die Reise gegangen, haben sofort gesucht, haben mit vielen auch Gespräche geführt. Und da kommt manchmal halt zwischen ihnen eine Situation, wo jemand sagt, ganz am Schluss des Prozesses, aus familiären Gründen, mache ich so einen Wechsel ein. Und so Situationen gibt es manchmal. Und dann hast du gesagt, dann muss man die zweite oder dritte Beste nehmen, die im Bewertungsprozess war, was nicht so charmant tönt hat. Nein, wir haben aber den Prozess auch völlig neu aufgelegt. Ja, aber deine Aussage ist ein bisschen schräg angestanden. Nein, ich habe gesagt, es ist auch möglich, dass wir das Nummer 2, das Nummer 3 anschauen. Genau. Was aber nur heisst, das schauen wir an. Vielleicht wäre das wirklich eine ganz gute Lösung. Ist es nicht gewesen. Gut. Wir haben einen ganz neuen Prozess aufgeholt. Du bist jetzt ein gutes halbes Jahr, bist jetzt Chef von Economy Suisse. Was würdest du dir selber für eine Bewertung geben, für eine Skala von 1 bis 10? Nein, selber mache ich keine Bewertung. Das sollen andere machen, sondern Bewertung. Nein, aber gleich, aber selber, wenn du mit dir selber irgendwie ganz allein bist. Jawohl, ganz allein bist. Dann mache ich weniger eine Note, als versuche herauszufinden, was haben wir für Ziel gehabt. Genau, du hast gesagt, Economy Suisse sollte wieder glaubwürdig sein. Hast du das Gefühl, das haben wir erreicht? Das ist ein Beispiel. Wenn wir jetzt schauen, drei Ziele haben wir bis Ende 2013. Die drei Ziele waren Direktor und Direktorin zu suchen. Das zweite Ziel ist die 1 zu 12 Initiative. Und das dritte ist schauen, dass der Uhrenverband nicht austreten tut. Okay. Die drei Sachen sind aber Glaubwürdigkeit, dass ihr die habt? Nein, an dem sind wir tatsächlich arbeiten, weil wir der Meinung sind, dass das Vertrauen, die Vertrauenserosion, die ich auch angesprochen habe, die ist bei der Wirtschaft vorhanden oder gegenüber der Wirtschaft, die ist aber auch gegenüber der Politik, die ist gegenüber der Armee, die ist generell gegenüber Institutionen. Und da müssen wir uns tatsächlich einiges überlegen und sind wir auch dran, wie wir das wieder verbessern können. Ich habe das Gefühl, du bist hier und da in der Rolle wie der Ottmar Hitzfeld im Spiel gegen Frankreich. Da kommt eine Welle, die anrollt von Sachen, die man nicht einschätzen kann, die man nicht dagegen kann. Das ist ein schlechter Vergleich. Nein, ich finde ihn gut, weil Ottmar Hitzfeld hat mit Bayern schon wahnsinnige Resultate erzielt und Champions League gewonnen mit Dortmund hat er das auch gemacht. Aber das kommt darauf an, was heute ist, genau, oder diese Woche ist. Ja, genau, im Moment. Auch bei dir. Und, also bei mir selbstverständlich auch. Ja. Und gegen Honduras haben wir immer eine Chance, dass wir weiterkommen. Also, wir haben immer eine Chance, muss jetzt packen. Ja. Hast du das Gefühl, du hast früher von Begeisterung, oder? Dort bei Axpo. Hast du die ähnliche Begeisterung an diesem Job?
Ja, die habe ich. Ich glaube, das ist einfach mein Naturell. Nein, komm, das ist mal, ich finde das nicht die, hier und da, wo du heimgekommen bist, zu der Frau gesagt, ich glaube, ich habe da irgendwie daneben gelangen. Nein, du kannst sie mal fragen. Nein, ja. Habe ich bis jetzt noch nie gesagt. Mhm. Ich finde es schwierig, ich finde es spannend. Es ist in der Tat. Aber hast du es anders vorgestellt, ein bisschen einfacher? Nein, es hat nicht, ja. Glaube ich. Es hat eine mediale größere Aufmerksamkeit. Das ist sicher eines von den Elementen. Plus eben, man hat einfach zu lange, bis wir jetzt einen Direktor oder Direktorin nachfolgen. Und das hat ein grösseres Engagement gebraucht, als ich ursprünglich geplant habe. Okay, ihr habt eben einen kleinen Sieg, den ihr eigentlich nicht selber erzielt habt. Das ist beim Mindestlohn wieder so eine klare Sache. Und schauen wir mal an, wie das ausgesehen hat, da die entscheidenden Leute mit dem proletarischen Bier, also nicht beim Küppli und so. Die Begeisterung hält sich irgendwie da in Grenzen. Immerhin haben die gewonnen. Wie ist es dann bei der Masseneinwanderung? Dort haben wir leider kein Bild gefunden. Kein Bild? Nein. Ja, ich bin natürlich, also ich kann wählen. Was haben wir dort getrunken? Wasser vermutlich. Wasser. Möglicherweise Wasser, ich weiß es gar nicht. Aber haben wir nicht angestoßen dort? Nein, dort haben wir wirklich nicht angestoßen. Nein, nein. Nein, das haben wir dort nicht gemacht. Das genau, ich. Das ist ein bisschen der Tiefpunkt. Und das Schlimme ist dann erst, wo man dann sich bewusst wurde, was das alles noch für Konsequenzen hat. Ja, und wissen wir zum Teil ja heute noch nicht. Genau. Das macht es vermutlich so schwierig. Also, I wish you luck. Ich wünsche dir viel Glück. Schwierige Aufgabe. Und ich weiss nicht, ob wir da so gut positioniert sind, wie du das Gefühl hast, dass wir da alles noch entscheiden können. Werden wir schauen. Danke vielmals. Morgen Abend Literaturclub, und zwar 100 Jahre her ist, seit der Erste Weltkrieg angefangen hat. Ein Roman, ganz ein wichtiger Roman aus dieser Zeit, wird dort besprochen. Im Westen ist es neu von Erik Maria Römark. Und das Ganze unter der Leitung von Rainer Moritz. Sicher eine sehr spannende Sendung, ist ja sehr diskutiert worden, Literaturclub. In letzter Zeit, vielleicht schauen Sie dort hin. Diese Sendung gibt es heute in einer Woche. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Nacht und eine ganz gute Woche.